Internet im Auto wird immer alltäglicher. Viele Hersteller integrieren Online-Verbindungen in ihre Fahrzeuge und erweitern so den Funktionsumfang um Dienste wie Webradios, soziale Netzwerke oder Nachrichtenticker. Audis Rundumlösung kombiniert Online-Funktionen mit Telefonie, Sprachsteuerung, Navigation und Multimedia. Das System hört auf den etwas sperrigen Namen Audi MMI Navigation Plus mit MMI Touch und Audi Connect. Was das System alles kann und wie die Bedienung funktioniert, haben wir uns im Audi A3 Sportback 1.8 TFSI S-Tronic näher angeschaut. Die Bezeichnung MMI steht für Multimedia Interface. Das System MMI Navigation Plus bezeichnet den ausfahrbaren Farbbildschirm auf dem Armaturenbrett, die Bedieneinheit in der Mittelkonsole sowie die Kontrollmöglichkeiten am Lenkrad. Der zentrale Drehknopf in der Mittelkonsole wird MMI Touch genannt. Audi Connect umfasst schließlich alle mit dem Internet in Verbindung stehenden Dienste. Um diese nutzen zu können, muss man sich zunächst mit der VIN-Nummer seines Fahrzeugs auf der MyAudi-Webseite registrieren und gibt anschließend den dort generierten Connect-Code im MMI-System ein. Unter MyAudi kann man unter anderem auch sein Facebook- und Twitter-Konto mit Audi Connect verknüpfen. Um das Auto mit dem Internet zu verbinden, gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen kann die Verbindung über ein Smartphone hergestellt werden, das Bluetooth-Profil SIM Access Profile oder auch RSAP unterstützt. Einfacher geht das allerdings über den SIM-Kartenslot, der im Handschuhfach verbaut ist. Aber auch in diesem Fall muss das Smartphone via Bluetooth mit dem Auto verbunden werden, da die Telefonie dennoch über das Mobilgerät läuft. Auch E-Mails können ohne Smartphone nicht abgerufen werden. Neben dem SIM-Kartenslot sind im Handschuhfach außerdem zwei Einschübe für SD-Karten und ein DVD-Player verbaut. Ist das Smartphone mit dem Fahrzeug gekoppelt, lassen sich über das MMI-System Nummern wählen und Anrufe tätigen oder auch Musikstücke vom Smartphone abspielen. Die Bedienung erfolgt dabei über das MMI Touch oder über die Sprachsteuerung. Welche Bedienelemente das System genau bietet, schauen wir uns jetzt näher an. Der MMI-Bildschirm ist nicht touchfähig. Die Eingaben erfolgen hauptsächlich über das MMI Touch in der Mittelkonsole. Damit bewegt man sich per Drehbewegung durch die Menüs und bestätigt die Auswahl mit einem Druck auf das Drehrad. Das namensgebende Touchpad erlaubt es außerdem, einzelne Buchstaben oder Ziffern auf der Oberfläche aufzuzeichnen. Mit der Zurück- und der Menütaste kommt man stets in das vorherige bzw. ins Hauptmenü zurück. Daneben stehen zwei Kippschalter für das direkte Aufrufen der Menüs Navigation, Telefon, Media und Radio zur Verfügung. Neben dem Schaltknüppel ist zudem ein weiterer Drehknopf zur Lautstärkeregelung angebracht. Kippt man den Knopf nach rechts oder links, wechselt man den Playlist zum nächsten oder zum vorherigen Stück. Durch einen Druck auf den Knopf schaltet man den kompletten Ton aus oder ein. Neben den Bedienelementen in der Mittelkonsole gibt es, wie bereits erwähnt, auch die Möglichkeit, das System per Sprachsteuerung zu bedienen. Dazu ist am Lenkrad ein spezieller Knopf integriert, der die Spracheingabe startet. Dies ist vor allem bei der Eingabe von Telefonnummern oder Navigationszielen nützlich, da die Eingabemethode über das Drehrad sehr umständlich ist. Auch die Touch-Funktion, die zwar generell gut funktioniert, ist für längere Texte nicht geeignet. Darum lassen sich grundsätzlich alle Funktionen auch per Sprache bedienen. So kann man zum Beispiel Navigationsziele einsprechen, Telefonnummern anrufen oder das Radio starten. 089 089 360 360 Die Sprachsteuerung funktioniert in unserem Test sehr zuverlässig, selbst bei geöffnetem Fenster. Nur ab und zu werden Ziffern falsch interpretiert. Das MMI-System bietet darüber hinaus auch eine Vorlesefunktion für Facebook- und Twitter-Einträge, Mails, Online-Nachrichten oder den Wetterbericht. Die grundlegenden Funktionen des MMI-Systems umfassen Telefonie, das Abspielen von Medien und die Navigation. Hinzu kommen die unter Audi Connect gebündelten Internetdienste. Hat man ein Smartphone via Bluetooth verbunden, kann man darüber telefonieren und dabei auch Funktionen wie Adressbuch, Anrufverzeichnis oder Direktwahl nutzen. Um die Mailbox abzurufen oder SMS und Mails zu verfassen, muss das Smartphone zwingend die Bluetooth-Profile RSAP oder MAP unterstützen. Das ist allerdings längst nicht bei allen Smartphones der Fall. In unserem Test konnten wir weder über ein HTC Desire noch über ein Nexus 4 Mails lesen oder Kurznachrichten verschicken. Die Telefonie klappt dagegen problemlos. Mit dem MMI Touch lassen sich Nummern, wie bereits erwähnt, per Ziffernwählscheibe auswählen oder auf dem Touchpad aufzeichnen. Letzteres ist deutlich bequemer und auch die Erkennung der Ziffern funktioniert zuverlässig. Noch empfehlenswerter ist allerdings die Sprachsteuerung. Die Ablenkung von der Straße wird damit auf ein Minimum reduziert. Auf ein Navigationssystem wollen wohl die wenigsten Autofahrer verzichten.
Audi gibt sich hier keine Blöße. Die MMI-Lösung ist optisch gelungen, liefert eine Fülle von Informationen und bietet viele Einstellmöglichkeiten. Auch hier hat man bei der Bedienung die Wahl zwischen dem MMI Touch oder der Sprachsteuerung. Bei der Kartendarstellung kann man sich zwischen einer herkömmlichen Straßenkarte und einer Google Earth-Ansicht entscheiden. Letzteres ist für Navigationslösungen wirklich ungewöhnlich. Auch die Anzeige des aktuellen Verkehrsaufkommens ist möglich. Zusätzlich kann man verschiedene Ansichten wie eine 3D-Anzeige oder eine große Übersichtskarte auswählen. Als besonderes Schmankerl integriert Audi zudem Googles Straßenansicht Street View. Sofern diese am aktuellen Standort verfügbar ist, kann man einfach per Touchpad durch die Straßenzüge navigieren. Die Online-Dienste sind unter dem Namen Audi Connect zusammengefasst. Ein Internetbrowser gibt es allerdings nicht. Mit dem System kann man unter anderem Wetterinformationen abrufen, eine Übersicht der günstigsten Tankstellen in der Umgebung anzeigen oder Sehenswürdigkeiten in der Nähe auflisten lassen. Dank Wikipedia-Einbindung kann man sogar kurze Infotexte dazu abrufen. Natürlich können diese Daten auch direkt als Navigationsziel übernommen werden. Zudem zeigt Audi Connect aktuelle Events in der Nähe an. Auch Facebook- und Twitter-Neuigkeiten kann man über das System empfangen. Will man eigene Status-Updates absetzen, ist man allerdings auf einige vorformulierte Standardsätze begrenzt. Als weiteres Feature informiert Audi Connect über Start- und Landezeiten beliebiger Flughäfen und über Abfahrts- und Ankunftszeiten von Regional- und Fernzügen. Auch bei der Parkplatzsuche hilft das System. Es listet öffentliche Parkmöglichkeiten in der Umgebung auf und liefert auch gleich die Preise dazu mit. Darüber hinaus kann man einen Nachrichtenticker abrufen, der aus verschiedenen Quellen wie zum Beispiel der Tagesschau gespeist wird. Zum Abspielen von Medien ist wie bereits erwähnt ein CD-DVD-Laufwerk im Handschuhfach verbaut. Zudem kann man via Bluetooth Musikstücke vom Smartphone wiedergeben. Als Besonderheit befindet sich im Audi A3 ein 10 GB großer Speicher, auf den Lieder überspielt werden können, um sie auch ohne Smartphone anzuhören. Webradio lässt sich nicht direkt über Audi Connect empfangen. Das geht nur über das Smartphone, auf dem man die kostenlose Audi Music Stream App installieren muss. Den Premium-Anspruch, den Audi an seine Fahrzeuge stellt, können sowohl MMI Navigation Plus als auch MMI Touch und Audi Connect fast durchgehend erfüllen. Der Funktionsumfang ist beeindruckend und die Bedienung größtenteils intuitiv. Etwas nachteilig könnten die Datenmengen werden, die durch Audi Connect verursacht werden, insbesondere wenn man häufig die Google Earth-Darstellung bei der Navigation verwendet. Der größte Nachteil ist allerdings der Preis. Rund 3.225 Euro verlangt Audi für das MMI und Connect Komplettpaket. Ob die zusätzlichen Funktionen diesen Aufpreis wert sind, muss jeder für sich selbst entscheiden.